Willkommen zurück. Wir werden jetzt in die Sauna gehen. Suggeriert das Schild. Huhu, jemand zu Hause? Nein! Verschwinde! Ahnte ich es doch. Hier versteckt ihr euch also. Nicht doch die Tür auflassen! Schnell, komm rein! Oh, hier. Au, ist das eng! Und da, so glitschig. Psst, jetzt! Sie sind noch da draußen! Wer ist da draußen? Fulox! Sie sind überall! Ach, wie konnte es nur dazu kommen? Ja, das frage ich mich auch. Aber bevor wir uns mit Schuldzuweisungen aufhalten, sollten wir uns lieber auf das Problem konzentrieren. Du hast recht. Im Ältestenrat gibt es eine Notfallkonsole. Aber wie sollen wir da jemals hinkommen? Der Weg zum Fahrstuhl ist viel zu gefährlich. Unsinn! Da draußen ist alles frei. Keine Spur von... Oh. Ich wüsste einen Weg. Ach du! Sag mal, musst du dich so ranschleichen? Was treibst du da überhaupt? Ich habe einen Belüftungskanal gefunden, der den ganzen Aufzugsschacht entlang führt. Kein leichter Aufstieg, aber immer noch besser als die offensichtliche Alternative. Wir müssten nur irgendwie dieses Gitter aufbekommen. Den ganzen Lüftungsschacht bis zum Ältestenrat? Ich weiß nicht. Ach, es kommt bestimmt bald Hilfe. Und wir haben noch 2 Stunden Saunazeit übrig. Okay, also Gitter, Weißperlen. Was soll das denn? Ist das eckerlich? Eckerlich. Bah, und nun? Glitschiger geht nicht. Das ist eine schöne Wasserkelle. Okay. Was tust du? Ich lote unsere Optionen aus. Nun, das war keine. Na, abwarten. Doch. Ich will dich brennen sehen. Was tust du? Will dich einfach brennen sehen. Ich lote unsere Optionen aus. Nun, das war keine. Na, abwarten. Ach doch, das geht nochmal, 100%ig. Das ist doch lustig. Was tust du? Ich lote unsere Optionen aus. Nun, das war keine. Na, abwarten. Doch. Was tust du? Ich lote unsere Optionen aus. Nun, das war keine. Na, abwarten. Ach komm. Das ist bestimmt lustig. Muss doch irgendwas passieren. Was tust du? Ich lote unsere Optionen aus. Nun, das war keine. Na, abwarten. Ist langweilig. Aber noch Armband? Was gibt's denn hier noch? Okay, Handtuch, das. Armband? Armbandgitter? Geht das? Hey, findest du das lustig? Ja. Okay. Ach, lass mich raten. Wenn ich das so mache, reißt er das Gitter raus. Jetzt jammer doch nicht so rum. Da, der Weg ist frei. Na dann, nichts wie raus hier. Und tschüss. Hier könnt ihr hier drin. Himmel, sie sind überall. Jetzt haben sie Frau Zinkel entdeckt. Schnell, Frau Zinkel, fliehen Sie. Nein, nicht da rein. Da geht der Waffelstand. Nicht da. Oh.
bleibt ihr denn? Hier ist die Hölle los! Wissen wir schon. Schnell, aktivier die Notfallkontrolle. Wie geht das? Wie geht das? Kann sich irgendjemand an die Codes erinnern? Die stehen auf einem Zettel im Notfallcodefach. Gut nachgedacht. Wie ist der Code für das Fach? Warte, das kriege ich raus. Ist sozusagen meine Spezialität. Oh, der Blattgoldwald brennt! Blattgoldwald brennt. Oh, der Blattgoldwald brennt! Nicht doch die Champagner duschen! Oh, der Blattgoldwald brennt! Nicht doch die Champagner duschen! Und du? Sie haben die Sushi-Fontäne entdeckt! Sie sind schon im Koi-Aquarium! Nicht auf die Champagner duschen! Die schönen Marmorfresken! Ja, endlich! Ja, keine Ahnung. Wir glauben an dich! Wir haben keine Zeit! Wie ich das gemacht habe, keine Ahnung. Zu spät! Sie klettern die Mauern hoch! Schnell! Lies vor! Geht ja schon los! Alpha, Alpha, Gamma, Gamma. Dieser Code ist voll der Hammer. Sie kommen durch den Liftschacht! Gamma, Beta, Gamma, Beta. Abbruch lieber jetzt als später. Es funktioniert nicht. Weil das die Abbruchcodes sind. Die richtigen Codes stehen auf der Rückseite. Sie haben mein Bein! Beeilung! Hä? Moment. Da, Alpha, Beta, Gamma, Zeta. Nicht so schnell, nicht so schnell. Und jetzt? Oha. Scheibenkleister, das gibt's doch nicht. Hey, wer ist da? Zimmerservice, okay? Ein Klon? Sind etwa die... Ah, verdammt, die Dienstbots haben irgend so eine Krankheit, die ich mir gerade ausgedacht habe. Wie heißt, habe ich vergessen. Und den blöden Helm bringe ich auch zur Reinigung. Aha, dann machen Sie das. Aber pronto. Okidoki. Hier, nimm jetzt wieder einen Helm. Können wir uns diesmal endlich komplett beeilen? Ob das bereits die Verlockungen des potenziellen Amtsmissbrauchs sind? Geht das? Helm! Ich erkannt. System verbunden. Okay. Willkommen, Herr Oberkontrollrat. Es wurden neue Notfallüberbrückungsoptionen hinzugefügt. Wenn Sie die Elysium-Selbstzerstörung aktivieren wollen, klicken Sie einfach auf das fitzige Atompilz-Symbol. Ihr Elysium-Sicherheitsprotokoll wünscht Ihnen einen schönen Tag. Weiter? Keiner da. Was ist jetzt das Selbstzerstörungs... Scheiße, ich war zu langsam. Kacke. Nennen wir das mal Plan P. P wie pur im Totfall. Verdammt, warum habe ich ihn schon für meine Wochenendpläne vergeudet? Hier ist keiner. Können wir wieder zurück? Raus. Hilfe. Hä? Alles voll mit diesen Viechern. War eindeutig zu langsam. Scheiße. Ja. Hey, wer Zimmer? Ja. Dann aber. Ich muss, glaube ich, schneller sein. Ich muss, glaube ich, mit Wolverine. Los, beweg deinen Arsch. Hey!
dir, Elis. Geh weiter. Aha. Goal? Ja? Wer? Oh nein, da spielst du wieder Kontrollrad. Ich sagte doch, ich gehe campen. Von wegen. Ich weiß, dass du vorhast, Klytis nach Deponia zu begleiten. Aber daraus wird nichts. Du wirst hier bleiben. Verstehst du? Ach ja? Warum sollte ich? Weil ich es verbiete. Ach, ist das so? Kleine Neuigkeit. Ich bin keiner von deinen Organon-Soldaten. Ich gehe nach Deponia und damit basta. Oder gibt es noch einen richtigen Grund, warum ich hier bleiben sollte? Weil du Hausarrest hast. Hausarrest? Weil du Hausarrest ich bin keine hast. 14 mehr. Sehr geil. Außerdem, die Verlobung mit Klytis war doch deine Idee. Sollte ich nicht ein wenig Zeit mit meinem zukünftigen Ehemann verbringen? Das lohnt sich nicht. Die Verlobung ist abgesagt. Das hier ist keines von deinen Sprengmanövern. Es geht um meine Zukunft. Und wenn ich möchte, dass die im Müll beginnt, dann kannst du da herzlich wenig gegen unternehmen. Ich gehe nach Deponia und damit basta. Oder gibt es noch einen richtigen Grund, warum ich hier bleiben sollte? Weil ohne dich alles doof ist. Hast du schon wieder getrunken, ja. Dad? Was? Nein! Ich... In diesem Zustand werde ich bestimmt nicht mit dir diskutieren. Ich gehe nach Deponia und damit basta. Oder gibt es noch einen richtigen Grund, warum ich hier bleiben sollte? Weil ich sonst die Selbstzerstörung aktiviere. Bitte was? Okay, ich kann dich nicht mehr ernst nehmen. Mach, was du willst. Ich rede nicht mehr mit dir. Hey, was tust du? Ich leite die Selbstzerstörung ein, wie versprochen. Das wagst du nicht. Na dann pass mal auf. Alpha, Alpha, Schupidupi, dieser Code ist voll der Hammer. Obwohl, nein, stopp. Das waren die Abbruchcodes. Was murmelst du denn da? Jetzt hab ich's. Alpha, Beta, Schnuppel, Wuppel. So. Gut gemacht. Du hast die Selbstzerstörung aktiviert. Ich bin ein Genie. Du hast grandiose 30 Sekunden Zeit, um Elysium zu evakuieren. Wenn ich Daumen hätte, würde ich sie jetzt drücken. Okay. Das ist krass. Zum Glück weiß ich, dass du das nicht durchziehst. Na los, schalte das ab. Dumm, ich sehe dich nicht den Fahrstuhl anhalten. Okay, du hast gewonnen. Ich warte hier unten auf dich. Und nun, Abbruch. Nichts leichter als das. Das werden wir gleich haben. Noch 20 Sekunden. Alpha, Beta, Epsilon. Nee, wie war das? Schnell. Es fing mit Alpha an. Ich hab doch schon gesagt, dass ich hier bleibe. Hetz mich nicht. 10 Sekunden. Was? Irgendwas ist voll der Burner. Der Hammer. Du sagst es. 5, 4. Ja, ich weiß. 3, 2. Klytis? Nein. Nein, warte. Du bist... Wer zum Henkel bist du? Niemand Geringeres als deine Zukunft. Aber du kannst mich ruhig Rufus nennen. Eine tolle Zukunft habe ich da. Du hättest beinahe Elysium gesprengt. Auch nicht viel besser als das, was ihr mit Deponia vorhabt. Warte mal. Du bist Deponianer? Dann ist es wahr. Es gibt Leben auf Deponia. Na, womit sich die Inspektionsreise wohl erübrigt hätte. Im Gegenteil. Deponia ist bewohnt. Ich muss es einfach sehen. Wozu? Du sprichst bereits mit der Crème de la Crème. Der Rest ist... Genau, wie Gerda. Noch ein Deponianer? Genug gesehen? Super. Wir haben nämlich nicht viel Zeit, um die Ewigkeit zu genießen. Oder um den Teufelskreis zu durchbrechen. Ach, hier wird heute gar nichts mehr durchbrochen. Ich bin auf Elysium. Mit Goal. So, das lassen wir jetzt einfach mal so. Wovon redet ihr denn da? Wir sind in eine Zeitschleife geraten. Wenn wir nichts unternehmen, wird sich dieser Tag auf ewig wiederholen. Eben drum. Das muss ja nichts Schlechtes sein. Wow. Das klingt aufregend. Was können wir tun? Funzone? Nein, wir müssen nach Deponia. Yes! Dort steht mein Chronokar. Das ist die Quelle der Anomalie. Ein richtiges Abenteuer. Ist noch Zeit, mein Detektivset zu holen? Sag mal, geht's noch? Wir gehen nirgendwo hin. Oh oh. Oh oh. Das Hochboot. Tja, damit wäre das wohl entschieden. Aber... Und sie lebten glücklich und zufrieden. Ohne überhaupt in die Nähe des Endes aller Tage zu kommen. Okay, wir sind hier. Fahrstuhl.
Oh. Was sind das für Dinger? Ich verstehe das auch nicht. Das war doch in der letzten Schleife. Die dürften gar nicht hier sein. Heiliger Hubert, wir werden in alle Ewigkeiten von Fjulogs getötet werden. Nicht, wenn ich es habe, werde verhindern können gewesen haben sein. Hier ist Knopf. Fjulogs, nimm mal Knopf. Was soll das? Willst du uns umbringen? Nein. Das wollte ich den Fjulogs überlassen. Komm schon, mach die Tür zu. Ich hab Höhenangst. Ist sie größer als deine Angst, von den Fjulogs zerfleischt zu werden? Immerhin groß genug, dass ich immer einen Fallschirm im Rucksack habe. Ein Fallschirm? Sagte ich Fallschirm? Ich meinte Schallsphären oder Wall. Denk nicht einmal dran. Springen. Definitiv. Festhalten! Nein! Stopp! Müssen wir so schnell fallen? Ich fürchte ja! Immerhin ist der Fallschirm nur für eine Person ausgelegt! Rufus? Rufus, alles klar bei dir? Nichts ist klar. Du und ich, wir haben mal die Welt gerettet. Nun, diese blöde, knotendorfe Zeitmaschine. Ich dachte, wir könnten damit alles noch besser hinbekommen, ohne dass ich am Ende in den Tod stürze und so. Aber jetzt ist alles noch viel schlimmer. Und das Beste, auf das ich hoffen kann, ist, die alte Version wiederherzustellen. Elysium wird fallen, du wirst mich hassen, oder Fjulogs werden über den Planeten herrschen. Klingt so, als hätten wir viel durchgemacht. Oh ja, das kann man wohl sagen. Dann habe ich gute Nachrichten. In diesem Zeitstrang hasse ich dich noch nicht. Im Gegenteil. Ich finde das alles sehr aufregend. Zeitreisen, Fjulogs, Fallschirme. Dabei hat der Tag gerade erst angefangen. Wenn ich bedenke, was morgen noch alles passieren könnte. Dafür müsste es erst einmal ein Morgen geben. Klingt für mich nach Abenteuer. Dann wasch dir mal die Ohren. Wir wissen ja nicht mal, wo wir hier gelandet sind. Wie sollen wir es denn bis heute Abend nach Kuvak schaffen? Dann ist es halt knapp. Na und? Ist das wirklich ein Grund, dich in einem Erdloch zu verkriechen? Nimm dir mal ein Beispiel an diesem McChronicle. Der würde bestimmt niemals aufgeben. Wie bitte? Das ist schon wohl die Höhe. Okay, Leute. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis denn. Ciao.